Willkommen, gesagt, Schmokton. Der erstmal aufs Klo gehen kann. Dann das. Ach, die geht schwimmen, okay. Ja, ist nicht verkehrt. Kann dann auch mal das Klo benutzen, weil hier geht es ja mehr darum, jetzt so gleich mal den Job fertig zu machen. Sehr schön. Blumenbinderfähigkeit ist essentiell wichtig. So, läuft doch eigentlich ganz gut. Sie ist sehr selbstsicher, das heißt, Rede üben, das ist ja wieder geil. Logik ist 5, Videospiele ist 7. Ich würde Salz als nächstes auf 8 kriegen für den Renaissance. Wisst ihr was, holt euch das Zeug einfach. Ja. Ein Weg, alles ein Weg, alles ein Kreislauf. Okay. Wir sind 20 Minuten zur Arbeit. Nee. Bleib am Ball. Ich aber bleib jetzt auch am Ball. Wo wäre sie wieder? Fleißig arbeitet, er endlich schläft. Wenn er mal eben das machen und dann pennen. Das ist stressig mit so vielen Leuten, hä? Schießen. Tor! Tor! Tor!
Oh, die wird gleich sowas von hart pennen müssen. Ja, die ist so richtig im Arsch. Aber hat morgen aber frei zum Glück. Instant Pen. Morgen frei, das ist gut. Können wir sie erstmal wieder ein bisschen aufbauen und aufpushen? Die ballern sich da diesen scheiß Kaffee die ganze Zeit rein, ne? Ich glaube, ich bin mal ein bisschen sadistisch. Kein Kaffee mehr für euch. Hä? Noch ein Sportposter. Noch einen Trophäenschrank. Okay. Passt. Wenn die jetzt gleich wach ist, kann sie erstmal gucken, ob wir zeitig da was futtern können. Das wäre sehr optimal, würde mich sehr freuen. Irgendwie hat sie gerade Spaß bekommen. Du sollst was essen, habe ich gesagt. Blödes Kind. Also sie. Schmocktron steht da einfach so wie so ein richtiger Kelvin. So, denke ist gleich super, wenn es morgen erst wieder zur Arbeit geht. Gut, also gleich noch Gegner studieren. Nein. Schmuck dran.
Geh zur Arbeit. Du musst gleich erstmal wieder. Nein, nicht Sozialdienst. Nein. Nanny Service. Hä? Ja, sehr schön. Freut mich für euch. Wie sieht es damit aus? 75%. Ja, fertig. Ja, kann ich dich wieder anmachen? Ja, ran. Das jetzt? Nein, geht nicht. Er scheint ja im ersten Moment nicht abgeneigt. So, Sandra an sich, die können mal eben aufs Klo gehen. Und die Dinger hier alle mal verkaufen. Kriegt zwar nicht viel dafür, aber Hauptsache Level. Ich will auch mal wieder. Hä? Ja, Sandra ist ein guter Mensch. So, Welt aller Kunden. Weltraumduell. Es sich um ein Alien-Raumschiff handelt, das von einem dreäugigen Alien mit 16 Fangarmen gesteuert wird, der viel zu breit grinst. Wirklich in Schwierigkeiten zu sein. Er behauptet, der beste Kämpfer im ganzen Universum zu sein und fordert Sandra zu einem Duell um eine fette Belohnung heraus. Und an dem Jahr. Duell ist eröffnet. Angreifen! Und den ersten Treffer zu dann. Dann geht es nur noch abwärts. Wichtiger wäre es, kämpfe nie gegen ein Alien mit 14 Händen mehr als du. Kämpfen! Weg! Rechnung bezahlen. Schlafen. Unentschieden. Aua. Sander hat böse eine Watsche bekommen. Aber kann das Ding sicherlich schnell wieder zusammenbauen. Die ist doch talentiert.
Ne? Ja, sag zu. Mach einfach. Benommen von Abstürzen. Sehr schön, die Rakete steht wieder. Oh nee, da ist was. Es ist sogar noch gut. Mein Kind schon wieder. Ach da, wie geht's dem Scheißer? Hunger. Junge. Was würde ich nie tun? Ah gut, Schmuckter ist wieder da. Die kann pennen gehen. Mästen das Kind, weil das Video wie so ein richtiges Zentnerblag. Morgen arbeitet sie wieder. Also den Tag will ich jetzt noch machen, den nächsten. Der mag Erbsenpüree, sehr schön. Das ist eigentlich immer das gleiche nur. Läuft ja gerade super bei den beiden. Ja, Schmuckton soll zur Arbeit gehen. Ach ja, sie hasst ja Gartenarbeit. Scheiße, da war ja was. Dann lass das mal lieber. Durch den Städter bekommen hat, aber dort nicht genug Unterstützung.
Leere Versprechungen scheinen tolle Geschenke zu sein. Schmuck dran, ich bin so stolz auf dich. Icon Festival. Ach nee, du. Kann ich jetzt schon weitergehen? Oh ja. Das hat ja super funktioniert. Ich muss aber mal eben kurz Babysitterdienst engagieren. Perfekt, nach dem Bumm soll er erstmal zur Arbeit. Das ist so böse. Wenn er hier alles verkaufen. Dann jetzt sofort, okay. Ne? Aber bei ihm läuft auch super. Das ist ein Selbstläufer, würde ich sogar mal behaupten. Bei ihr, naja, es dauert nur etwas. So, toll, sie hat wieder tolle Arbeit geleistet. Das bringt ihr aber natürlich wenig. So, ich würde sagen, wir lassen die beiden pennen, wenn diese Folge. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reingerockt.